Guten Tag bei diesem neuen Blick ins Labor. Ich versuche den Vorverstärker für den Spektrumanalyser nun richtig darzustellen. In meinem vorherigen Video habe ich eben von einem PGA 202 gesprochen. Das stimmt natürlich überhaupt nicht, sondern es ist ein Breitbandvorverstärker, ein Produkt aus China, das sich aber als recht gut geeignet herausgestellt hat, um ein schwaches Signal des zum Beispiel Signalgenerators zu verstärken, und zwar um 20 dB. Wobei diese 20 dB natürlich nur bei einer bestimmten Frequenz stimmen. Ich habe hier, Sie sehen es, 580 MHz eingestellt. Ich werde Ihnen dann kurz erklären, warum ich 580 MHz gewählt habe. Dieser Verstärker ist nicht linear zu diesem Preis. Er kostet so um die zwischen 5 und 10 Dollar, je nach Bezugsquelle. Kann man natürlich nicht erwarten, dass der über einen Frequenzbereich von 4 GHz linear ist. Die Spezifikation ist von einem Megahertz oder 10 MHz vielleicht besser gesagt bis zu 4 GHz. Ich werde es prüfen von 10 MHz an bis zu 3 GHz. Mehr kann ich nicht mit meinen Messmitteln, die ich habe, und werde das auf dem Spektrumanalyser mal demonstrieren, wie das funktioniert und wie sich dieser Verstärker dann in Tat und Wahrheit verhält. Hier zur Erklärung, warum ich gerade 580 MHz gewählt habe. Man sieht hier, dass der Frequenzgang, respektive die Verstärkung über die ganze Frequenzbandbreite von ungefähr hier 50 MHz bis zu 3 GHz nicht linear ist. Also die Verstärkung fällt gegen den Schluss der Aufzeichnung gegen 3 GHz stark ab, obwohl dieses Gerät bis zu 4 GHz zertifiziert ist. Es verstärkt zwar immer noch recht ordentlich, aber nicht linear. Also es gibt keine gerade Linie. Und ich habe jetzt mal versucht, 20 dB festzustellen, weil ich möchte mit 20 dB verstärken und den ganzen Test mit 20 dB durchführen. 20 dB ist Faktor 10 bei den Spannungen. Und so ist es dann einfacher abzulesen, ohne dass wir da rechnen müssen. Aber eigentlich als Hinweis, wenn Sie diese Verstärkung genau prüfen möchten, muss die Frequenz unbedingt berücksichtigt werden. Wir haben hier einen Span von eben 3 GHz, das gibt 10 Häuschen. Jedes Häuschen hier, jeder Abschnitt ist 300 MHz breit. Und so habe ich die 20 dB, minus 20 dB Linie gesucht, und die schneidet hier bei ca. 600, zwei Häuschen, ca. 600 MHz. Ich habe dann ein bisschen noch fein getunt und bin dann eben auf diese 580 gekommen. Die 580 MHz entsprechen bei diesem Verstärker genau 20 dB Verstärkung. Deshalb die 580 als Erklärung, warum diese zufälligerweise gewählt wurde. Eben nicht zufälligerweise, sondern weil die Frequenzkurve so gelegen hat. Als erstes prüfen wir nun bei der Einstellung von 580 MHz, wie vorher erklärt, ob die dBs zum Beispiel sind 50 dB, minus 50 dB, ob die Verstärkung wirklich 20 dB ist. Ich werde dann diese dBs variieren, aber im Moment habe ich mal minus 50 eingestellt. Das ist doch schon anständig, und ich werde mal schauen, ob das dann eben auch plus 20 dB als Verstärkung ergibt. Wir sind jetzt hier auf dem Spektrumanalyser und wir sehen, dass wir doch die 580 MHz haben hier. 580 MHz und 29,45 dB. Das heißt, minus 50 plus 20 gibt 30, also das stimmt recht gut. Also die Verstärkung funktioniert hervorragend. Ich werde jetzt noch ein bisschen schrauben und den Level noch ein bisschen tiefer nehmen. Ich werde mal 60 dB nehmen.
60 dB ist eine schöne Geschichte, weil 60 dB doch ein anständiger Faktor ist, 60 dB wieder, und plus 20 gibt, sollte genau 40 geben, also das ist ganz gut. Wenn ich die Bandbreite hier noch ein bisschen reduziere, damit sich das noch ein bisschen ruhiger anlässt, das kann ich jetzt so machen, dann haben wir dann sicher noch ein bisschen stabilere Verhältnisse. Dann noch Continuous Peak, und jetzt haben wir das doch ein bisschen stabiler, und ich sehe jetzt wieder 39,5, also das ist doch sehr, sehr gut. Und jetzt versuchen wir da noch ein bisschen nach unten zu gehen, zum Beispiel auf glatte 100 dB. Und jetzt wird es schwierig. Die 100 dB kann ich jetzt nicht mehr anzeigen. Jetzt muss ich am Spektrumanalyzer ein bisschen etwas verstellen. Okay, das habe ich jetzt gemacht, die Änderungen. Und zwar habe ich den Vorverstärker eingestellt. Ich habe den Attenuator, also den Dämpfer, intern vom Spektrumanalyzer auf 0 gestellt. Und jetzt gibt das eine viel sauberere Kurve. Das Rauschen wurde reduziert, aber das ist natürlich reduziert intern. Ich habe jetzt noch eine Videobandbreite von 100 Hz und eine Resolution-Bandbreite von 30 kHz. Und jetzt habe ich minus 80 dB. Also ich habe eingestellt minus 100 dB und habe saubere minus 80 dB. Also eigentlich auch ganz, ganz hervorragende Werte. Die Verstärkung funktioniert also auch bei sehr, sehr kleinen Signalen. Ich versuche das noch ein bisschen auszureizen, indem wir da noch auf 120 dB gehen. Mal schauen, ob das auch noch funktioniert. Ja, es geht. 120 dB, also ich habe jetzt ein Eingangssignal von 120 dB, minus 120 dB. Verstärkung, hier funktioniert es nicht mehr so ganz. Aber sagen wir mal 110, versuchen wir es. 110 dB, jawohl, das funktioniert noch gut. Also das scheint so die in etwa die Grenze zu sein. Minus 110 dB. Also wenn wir jetzt das umschalten auf Volt, dann sehen wir dann, was das als Volt bedeutet. Also das sind dann schon sehr, 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 sehr kleine Werte. Hier sehen wir das. Also ich habe jetzt 6,6 Mikrovolt. Und die Einstellung auf den Spektrumanalyzer, das werden wir mal anschauen. Also 20 dB wären ja 10, Faktor 10. Also müsste man jetzt beim Eingang dividiert durch 10 haben. Das schauen wir rasch an. Also ich schaue jetzt, ich schalte diese minus 110 dB um auf Volt. Wir sehen da 700 Nanovolt, also Wahnsinn. Und das sollte, wenn man es genau nimmt, eben mal 10, 7 Mikrovolt geben. Das ist doch nicht so schlecht. Also wir sind recht nahe dran. Also auch bei diesen extrem kleinen Spannungen kann man doch noch eine 20 dB Verstärkung, also eine zehnfache Spannungsverstärkung erreichen. Mit diesem relativ billigen Produkt hat doch eine erstaunlich gute Performance. Recht herzlichen Dank für diesen Blick ins Labor und bis später.